Miau, willkommen zurück zu Alan Wake's American Nightmare. So, hehe, Strom wieder anschalten. Ei, ei. Ja, ei. Oh, da leuchtet ein Manuskript? Fragezeichen. Das lassen wir uns nicht entgehen, wa? Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ah, ja. Zeig mal. It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart, and I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me, still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Okay, richtig wichtige Verknüpfung zum Hauptspiel. Erinnert euch wahrscheinlich, Alan hat diese Geschichte geschrieben. Alice ist wieder aus dem See aufgetaucht und man wusste irgendwie nicht so wirklich, was davon war denn jetzt wahr und was nicht. Sind wir jetzt seit 2 Jahren in unserer eigenen Geschichte, in unserem eigenen Albtraum gefangen? Und Alice war da wirklich und ist wieder aufgewacht. Und wir sind weg. Okay, es ist wow krass. Ich bin richtig froh, dass ich das jetzt noch dazu spiele. Es ist für die Story schon definitiv Gold wert. Auch wenn es immer noch nichts richtig erklärt. Verwirrend war halt das Alan Wake Up am Ende vom Hauptspiel, ne? Habt ihr auch gesagt. Nun ja. Nun ja, nun ja. Und ja, ich fahre nicht zu meiner Schwester, oh, der arme kleine Knirps. Im Sommer als Baby Fieber haben ist schon so ein bisschen sehr eklig. Okay. Im Sommer Fieber haben ist sehr eklig. Fieber haben ist sehr eklig. Im Sommer ist auch sehr eklig. Alles eklig. Oh, der Kleine tut mir leid. Und ich laufe wieder hier oben rum. Warum können wir eigentlich kein Kino auf der Leinwand angucken? Das wäre richtig cool. Aber wir können hier nur rumlatschen. Oh, ich muss wieder niesen. Doch nicht. Was ist denn los in letzter Zeit? Guck mal, ist wieder voll. Zuck. Was auch immer leer gewesen sein soll von unseren Sachen. You are gonna shit yourself when you realize what I've done. Shut up! Das war meine Ansage. Ich glaube das wirklich. Also das Spiel hier ist schon ein bisschen heftig, was die Taten von Mr. Scratch angeht. Ich finde es richtig toll. Ich finde es total geil. Krass, dass er hier immer wieder so auftaucht. Ach, ich will gar nicht wissen, wie viele Seiten ich für die Box brauche. Ausgewischen. Bloß nicht stehen bleiben beim Kämpfen, weil ganz schnell schleicht sich wieder einer von hinten an. Aber alles gut. Es ist alles gut. Ich habe nicht mal 20. Zählt das pro Kapitel? Bitte sagt mir, das zählt pro Kapitel. Kann doch nicht sein, dass ich insgesamt noch keine 20 Seiten habe. Gott sei Dank nehmen wir keinen Fallschaden. Danger. High Voltage. Kontrollpunkt erreicht. Ich will mich erst umgucken. Auch wenn ich eigentlich gar nicht auf die Gegend gucke, sondern immer nur auf die kleine Karte. Das finde ich echt richtig blöd. Ich hätte das gerne ausgeschaltet. Vielleicht kann man es auch ausschalten. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen wohl da rein. Frage ist, wie? Da? Nee.
Das ist der Eingang. Und von wo höre ich die Gegner? Ausgewischen. Okay. Man muss aber erstmal gucken, ob man mit der Taschenlampe drauf darf oder nicht. Ich könnte mit Sicherheit auch mal ein bisschen ruhiger zielen und das Ganze mit einem Schuss erledigen, aber so wild ist das jetzt nicht. Aha. Dann zeig mal. Alice, my wife. The best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Ja, ich fand auch, Alice war ein richtig toller Charakter, sehr supportive. Auch wenn Alan das in dem Moment nicht wollte, wenn es denn Alan war und nicht Mr. Scratch. Okay, ich schätze mal, Mr. Scratch war teilweise schon immer da. Ne? Den haben wir jetzt nicht erst erschaffen. Vielleicht haben wir ihn einfach erst dann so richtig freigelassen. Das trifft vielleicht ein bisschen eher. Ich mag vor allem einfach, dass wir hier andere Landschaft haben als im Hauptspiel, weil immer dieses mit dem Wald, das ging mir so ein bisschen auf die Nerven im Hauptspiel. Das hier ist schon sehr cool jetzt, finde ich. Ich lade gerade erstmal nach. Wir haben hier wieder Fässer zum Explodieren lassen, das macht mich direkt misstrauisch. Okay. I should be able to figure this out. Nee, will nicht die Pumpgun. Ist wie bei Jurassic Park. Okay. Okay, es gibt eine Reihenfolge und ich hab's falsch gemacht. Ist das richtig? Red lights, green lights. They have to mean something. Ah ja. Wow. Oh Gott, hoffentlich kommen jetzt nicht die, die kein Licht haben dürfen. Sieht gut aus. Wow. Scheiße. So viel zu meinem Fass. Okay, es dauert auch mit Headshot zwei Schüsse. Zumindest bei dem großen Babo. Da oben stand noch einer. Wo ist denn der hin? Und warum kann ich dich jetzt nicht benutzen? Ich wollte das extra zum Schießen nehmen. Da hat das einfach umgeschmissen. Okay, ändern sich die Lichtschranken, die Stromschranken? Ist jetzt ein bisschen ein gefährlichen hier. Bist du noch mit den Kabeln? Jetzt bin ich wieder in eins. Aua! Ja, passiert. Okay. Da waren aber ein paar mehr Leute angezeigt, eben in der Cutscene, ne? Shit. Okay, das war doof. Wo seid ihr denn alle? Leuchtpistolen, Munition, die braucht man hier doch überhaupt nicht. Was soll das denn? So ein Quatsch. Ich gehe aber mal kurz in den Kontrollpunkt. Einfach nur, damit wir es gespeichert haben. Okay, jetzt wird's gefährlich. Oh ne, hier hinten ist schlecht. Ah. Kannst du raus? Nee. Kannst du nämlich nicht.
Ja, da ist ein Tor auf. Ich weiß, ich guck mich nur trotzdem um. Okay. Ja, Mist. Ja, verdammt. Okay, ich bin hier in der Sackgasse. Ah, nee. Oder? Nee, da kam ich gerade durch. Okay, was ist los? Bin verwirrt, aber hier ist doch die Tür auf. Ah. Bin ein Doofen. Ah ja. Dachte ich mir fast, wenn hier so viel Zeug liegt. You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. Ich wusste doch, ich habe einen hinter mir gehört. Ich kriege immer ein bisschen Gänsehaut, wenn Mr. Scratch erscheint. Ja, ich will ja auch keine Revolvermunition. Ich will nur Karabiner. Mann, ey, ba, ey. Okay. Ich habe neue Seiten gefunden. Der sagt mir auch immer gar nicht, wie viele Seiten ich habe von denen, die ich brauche, ne? Ich fand das ja mit der Nagelpistole ziemlich geil, weil die ja auch beim Cover von diesem Spiel abgebildet ist. Aber seitdem kriege ich jetzt nur das Standardzeug, weil ich einfach nicht genug Seiten finde. Na egal. Die Seiten möchte ich auch lieber wegen der Story und nicht wegen den Waffen finden. Ha, mit einem Schuss. What? Was war das denn? Was zur Hölle? Du wirst mit Dunkelheitsgranaten? Okay. Achtung, Achtung. Jetzt ist das Kino an. Achtung. Leider ohne Ton. Ah, das war das erste Video, ne? Haben wir schon gesehen. Ja, okay, kennen wir schon. Müssen wir uns nicht nochmal angucken, war nämlich so ein bisschen schrecklich. Hier waren wir noch nicht drin. Können wir da rein? Mit Zahlencode jetzt wohl noch nicht. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst, wie wir die gute, ich habe ihren Namen vergessen, das Mädel jetzt wieder vorfinden. Meine Taschenlampe irgendwie schlechter mittlerweile. Das dauert so lange. Okay, nee, die Gegner waren nur teilweise stärker. Läuft gut. Da hat was auf meiner Karte. Ah, das ist die Kiste da hinten. Ich guck mal kurz, ob da noch ein bisschen Moon drin ist. Für meinen Karabiner. Hier ist nur Revolver, ne? Scheiße. Okay. Okay, okay.
Nice. In the dark. I can smell Moment. You. Mach ich gleich. I can smell you out there. Du bist echt ein bisschen durch. Achtung! No, don't! Oh, it's not. It's you. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I've seen you on the big screen. I know your wife. You know Alice? Wait, big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point. But she turned it into this thing. It's a... almost like a memorial of sorts. Because, you know, you're supposed to be dead. Or something. Uh-huh. How's Alice? Is she all right? She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, you know. Yeah, but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but I... There's something about him, this... God, he's so creepy. Anyway, you're not like him. At all. I hope you can stop him. Das hoffe ich auch. Wow. Ich bin sehr gespannt, wie die Story hier weitergeht. Viel passiert. Ich bin auch mal gespannt, wie lange es noch geht. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es nicht mehr so lange geht. Aber ja, wow. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ein paar schöne Kommis von euch lesen zu können. Und ich hoffe sehr, ihr schaltet morgen wieder ein. Dann gehen wir ab ins Projektorgebäude. Hui, hui, hui. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen.